Moin Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, Real Life Vlog, ich glaube 11 oder 12 ist das. Ja, Sonntag habe ich total verpennt. Ich wollte eigentlich ein Livestream machen und bin eingeschlafen und sehr spät wieder aufgewacht. Tut mir leid nochmal dafür. Hätte nicht so sein sollen oder beziehungsweise hätte nicht so laufen sollen. Heute Abend sieht es auch nicht so gut aus. Ich bin immer noch unterwegs. Wir haben mittlerweile 18 Uhr. Ich bin immer noch unterwegs. Ich habe jetzt circa noch eine halbe Stunde bis in die Firma. Dann halb sieben dann abladen, vor sieben, war 8 Uhr zu Hause circa. Und das ist natürlich zu spät, ne? Da fange ich natürlich kein Stream mehr an. Ne? Ich hatte auch heute Morgen auch Probleme mit dem LKW gehabt. Ich hatte die Motorlampe hat aufgeleuchtet pur plötzlich, nachdem ich losgefahren bin. Also das ist so sieht aus wie so ein Getriebe und leuchtet gelb. Und wenn die Lampe leuchtet, sollte man auch auf jeden Fall in die Werkstatt fahren. Man weiß ja nie, was die Ursache ist. Ne? Und da habe ich über eine Stunde schon verloren in der Werkstatt. Und und dann den weiten Weg noch in den Osten rein. Ne? Ich war heute in den Osten, in Magdeburg, da hinten da die Ecke. Ja, in der Werkstatt hat sich dann herausgestellt, dass die Einspritzdüse nicht funktioniert von AdBlue. Und war nicht so tragisch, hat er gesagt. Weiterfahren konnte ich, also beziehungsweise kann man noch weiterfahren damit. Ne? Aber die Düse wird dann am Wochenende ausgetauscht. Also ich muss den LKW dann am Freitag in die Werkstatt fahren. Ja, meine Module habe ich ja auch schon jetzt alle fertig, Gott sei Dank. Ne? Also das ist immer 8 Stunden Unterricht immer pro Modul, ne? 5 Module brauchen wir. Und das kann sich ja ewig in die Länge ziehen, ne? Also 8 Stunden. Und wie gesagt, 5 Module brauchen wir. Und ich habe jetzt alle beisammen und Gott sei Dank auf jeden Fall. Den letzten Unterricht hatte ich jetzt vergangenen Samstag gehabt und da bin ich auch zweimal fast eingepennt, aber das hat aber nichts damit zu tun, weil ich mich nicht für das Thema oder für die Schulung nicht interessiere, sondern ich habe diese Schulung schon mal oder beziehungsweise das Thema schon mal gehabt. Bei der ersten Schulung, da hatte ich das Thema schon mal gehabt und jetzt letzten Samstag hatte ich das Thema nochmal. Da habe ich zu dem auch gesagt, zu dem Typen da, der das gemacht hat, warum soll ich jetzt zweimal dieses Thema machen, ne? Oder durchnehmen, ne? Weil ich das ja vorher in der ersten Schulung schon gehabt hatte und da sagt er, ja, spielt überhaupt keine Rolle. Muss er halt machen, dass er dann, ja, du musst ja irgendwie die 5 Module zusammenbekommen, ne? Und da spielt es keine Rolle, ob das Thema denn ein- oder zweimal durchmachst, ne? Also, normalerweise schwachsinnig sowas, ne? aber gut. Es kommt ja immer darauf an, welcher Platz frei ist, sage ich mal. Ne? Die können ja das nicht so genau koordinieren, wer jetzt oder sehen, wer welche Schulung jetzt schon oder welches Thema durchgenommen hat und so. Ne? Es gibt natürlich auch andere, die Thema zweimal durchmachen. Ne? Gibt es auch. Ne? Da bin ich ja nicht nur alleine. Ja, aber trotzdem, also meiner Meinung nach muss das nicht eigentlich sein. Ne? Also, aber gut, Gott sei Dank war das meine letzte Schulung jetzt letzten Samstag. Und die SVG, also das Ganze macht ja die SVG, also das heißt, SVG heißt glaube ich Straßenverkehrsgewerbe oder Gesellschaft, nee, Gewerbe, Straßenverkehrsgewerbe glaube ich heißt das. Und SVG macht das Ganze. Und der Typ, der das die Schulung gemacht hat am Samstag, der hat mit dem haben wir uns auch mal unterhalten in der Pause und so, ne? Und da hat er auch gesagt oder uns erzählt, dass SVG jetzt an der einer Sache dran ist, wo man die Schulungen von zu Hause machen kann, ne? über Laptop, ne? Oder PC. Und das wäre natürlich richtig cool, ne? Also da braucht man ja
dann nicht mehr dahin fahren oder dahin eiern mit dem Auto. Und das wäre natürlich richtig cool. Ne? Es soll dann auf jeden Fall so eine Software geben von der SVG. Die muss man sich dann installieren und da muss man auf die Seite gehen von SVG, dann sich ein Konto einlegen, ne, mit Pseudonym, Passwort und so weiter. Und da kann man die fünf Module dann am Laptop oder PC machen. Ne? Und das finde ich eine richtig coole, das finde ich auf jeden Fall besser, als wenn man 8 Stunden da rumsetzt, sag ich mal. Ne? Also das kann sich ja ewig in die Länge ziehen. Ne? Vor allen Dingen dann, wenn man mal zwei Themen durchnimmt, ne? So wie ich jetzt. Ne? Und das bringt natürlich auch viele Vorteile mit. Ne? Also zum einen braucht man nicht da mit dem Auto hineiern. Ne? Das ist schon mal der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, kein Ausschlafen. Ne? Kann man auch. Dann, noch ein weiterer Vorteil ist natürlich, das Ganze kann man sich oder könnte man sich dann natürlich einteilen. Ne? Das ist auch ein weiterer Vorteil. Dann könnte ich sagen, ich mache heute mal 2 Stunden und morgen mache ich mal 1 Stunde. Darauf den Tag mache ich mal 3 Stunden. Ne? Und man kann sich auch selber dann aussuchen, in welchem Zeitraum man die Module macht. Ne? Also man könnte die Module natürlich auch alle in einer Woche machen. Geht auch, aber das würde ich aber auf jeden Fall nicht machen. Wir machen das ja auch immer so, dass also der Führerschein wird alle 5 Jahre verlängert, ne? Und die Module braucht man alle 5 Jahre, also 5 Module. Und wir machen das ja immer so, dass wir pro Jahr ein Modul machen, ne? Und 5 Module brauchen wir und alle 5 Jahre wird der Führerschein verlängert, passt. Ne? Da braucht man nur einmal im Jahr ein Modul machen. Ne? Das reicht vollkommen. Ne? Und wie gesagt, am PC könnte man das sich selber dann aussuchen oder beziehungsweise einteilen. Ne? Finde ich richtig coole Sache. Besser als wenn man da hinfahren muss. Ne? Also das finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Also wenn das so kommt und wie gesagt, das würde ich auf jeden Fall sehr befürworten, auf jeden Fall. Ne? Also auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt nächste Woche auch nochmal einen Arzttermin. Da muss ich ja auch jetzt nochmal Augentest machen, Sehtest machen. Nee, Quatsch. Ist ja das Gleiche. Sehtest, Hörtest und Reaktionstest und so ein Kram da. Und also wir haben immer so einen Arzt, wo wir das immer alles am selben Tag machen. Ne? Also früher war das immer so, da musstest du immer zu dem Arzt rennen, also zum Augenarzt, dann musst du zum Ohrenarzt rennen, dann musst du dahin rennen und dahin rennen. Und heute ist das so, gibt es halt Ärzte, wo man das alles an einem Tag machen kann. Ne? Und das ist natürlich besser, ne? Dann hat man die ganze Lauferei dann nicht, ne? Auf jeden Fall. Ja, und das habe ich dann nächste Woche und dann bin ich durch. Und da muss ich dann auf jeden Fall den Führerschein dann beantragen. Fahrradkarte, ich weiß nicht gerade, die Fahrradkarte ist, glaube ich, auch alle 5 Jahre dran, aber die ist aber nächstes Jahr oder darauf das Jahr erst dran. Das ist immer versetzt bei mir. Meine Fahrerkarte müsste auf jeden Fall nächste Woche, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr fällig sein. Ja, ne? Ja, wie gesagt, also das wäre auf jeden Fall cool, wenn SVG das machen würde, dass wir die Schulungen dann von zu Hause machen können. Das wäre eine richtig coole Sache. Ja, wie gesagt, wisst ihr Bescheid. Heute geht es leider nicht Livestream. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Mal gucken, ob ich das Video hier heute Abend noch hochlade oder morgen. Eigentlich habe ich auch irgendwie keine Lust mehr, irgendwas zu machen, wenn ich dann gleich oder nachher nach Hause komme. Und mal sehen, vielleicht kommt es heute Abend noch oder vielleicht am Morgen. Muss ich mal schauen. Ne? Wie ich Lust habe. Auf jeden Fall. Ja gut, alles klar, du bist ja schon mal Bescheid. Ne? Und dann wünsche ich euch noch allen einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr zuschaut. Und dann sehen wir uns in aller Frische, hoffentlich mal
dass es dann diese Woche oder in der Woche klappt mit Livestream. Ja gut, ich habe ja auch, ich kann das ja auch nicht beeinflussen, sage ich mal. Ne? Das ist ja wie, das ist ja jeden Tag eine Überraschung. Ne? Also man weiß ja nie, was als nächstes Tag, was nächsten Tag kommt. Ne? Natürlich weiß ich natürlich, welche Tour ich fahre, ne? Klar. Aber man weiß natürlich nicht, solche Sachen jetzt zum Beispiel wie heute Morgen, muss ich plötzlich in die Werkstatt, ne? Und das weiß man vorher nicht so, ne? Das kann einfach, ja, das kommt einfach, ne? Und dann noch Stau unterwegs und kann man nichts machen, ne? Das ist wie ein Überraschungsei, ne? Man weiß nicht, was kommt, ne? Aber ja gut, so ist halt der Job, ne? Und was will man machen, ne? Wie läuft es auch mal vor, ne? Und gucken wir mal, ob das diese Woche oder beziehungsweise in der Woche noch klappt. Livestream, ich würde es mir auf jeden Fall sehr wünschen. Aber wenn es nicht klappen sollte in der Woche, dann aber auf jeden Fall am Wochenende. Denn Schulungswochen brauche ich gar nicht mehr machen. Also ich muss nirgendwo hin am Wochenende. Dann aber auf jeden Fall am Wochenende. Und dann wisst ihr schon mal Bescheid. Ne? Alles klar, ich bin erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.